Rai ist der Hund, oder doch eben wir, wie er es gesagt hat. Oh Mann, das kann auf jeden Fall was werden, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Gewissermaßen hat Rai ja nicht wirklich Unrecht mit Hündchen und so, ja. Aber wir wollen ja letztendlich nur helfen und sind deswegen den Leuten im Turm. Wir sind ja auch gewissermaßen dankbar, weil sie haben uns ja auch gewissermaßen gerettet. Dann haben wir das Antizin verbrannt, weil wir für diesen scheinheiligen GRE unterwegs sind. Und jetzt auch noch mit Jade mit der Entführung. Aber wir geben erst einmal das Antizin ab. Ich weiß, wir haben noch Fertigkeitspunkte und wir können auch mal beim Quartiermeister vorbeischauen. Ha, ersteres zeigt er uns jetzt gerade an. Aber erst einmal das kostenlose 924er Messer, na, das können wir ja wieder verkaufen. Ansonsten Metallteile, nichts weiter interessant. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wo ist Tim? Nein, wo ist Tim hin? Tim? Ach so, hier, oh. Ah, Dennis, jetzt können wir sogar mit ihm reden. Tim Cook nennt sich hier also Dennis. Was ist? Du kennst Jafar, oder? Der Typ aus der Werkstatt. Er sucht einen fähigen Kurier. Wofür? Wollte er über Funk nicht sagen. Ich glaube, es ist etwas Wichtiges. Hm. Okay. Irgendwie ist alles hier für jeden wichtig. Und wir spielen auf jeden Fall immer den Laufburschen. Hallo, schönen Helm hast du. Ja, mit dem rede ich dann auch nochmal. Aber erst einmal gehen wir zum Aufzug. Falsche Tür. Hä? War das nicht immer die linke Tür? Oder fahren wir jetzt mit diesem Aufzug in den 18. Stock? Aber ich glaube, wir lauschen erst einmal Crane, was er hier im Ladebildschirm sagt. Jade hat mir gerade erzählt, dass im 18. Stock die Epidemie ausgebrochen ist. Ich muss das bisschen Antizin, das ich habe, schnellstmöglich zum Turm bringen. Wir sind schon da. Crane, wir sind schon da. Wird es jetzt gleich nochmal dramatisch werden? Was wird Bracken dazu sagen? Mit ihm konnten wir noch gar nicht sprechen. Aber spannend ist's allemal, das kann man nicht abstreiten. Und wir sind wirklich mittendrin. Hast du das Antizin? Gib es mir. Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Brecken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Leider auch ein paar Kinder. Du redest besser mit Brecken. Ich bringe Lena diese Medizin. Eieiei, ein paar Kinder mussten dran glauben. Ja, das... Damit werden wir auch noch Bekanntschaft machen müssen. Hier, das, diese Poster meine ich. Die hatten wir auch im ersten Zimmer, als wir wieder aufgewacht sind nach unserem schweren Schlag. The Scorpion, der Skorpion, Jade Aldemir. Hier waren eben die Spieler. Und Jade ist in ihrem Fach... Eine die beste. Oh, ein QR-Code. Am 3. Mai 2014. Mir ist schon etwas her. Ups, wer bist du? Ach, Timo. Schön, dich zu sehen. Sei froh, dass du den Mist hier nicht mitbekommen hast. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Vor allen Dingen Gespräch, ne? Okay, wir haben das Antizin hier abgegeben. Dann können wir uns erst einmal... etwas entledigen. Hast du bloß 150, sehe ich gerade. Ach, F war das, nicht mehr Y, okay. Ich bin noch mal gespannt, was gewisse Updates hier verursachen. Der Spielstand ist ja vom Februar und dazwischen gab es ja mindestens 3 größere Updates. Mal schauen, inwieweit das Einfluss hier hat. Wir haben auf jeden Fall ganz gut Geld. Was können wir uns davon kaufen? Wir könnten uns ein Brecheisen kaufen. Dann würden wir einen auf Gordon Freeman machen. Oder eine schwere Waffe, eine simple Hacke, haben wir aber selber, eine Bauaxt, aber schwer. Fäustel. Nö, also hier werde ich mal nichts weiter mitnehmen. Und ansonsten auch nichts weiter, nö. Wo ist der 80? Ups, das habe ich gleich gekauft. Alles ich dachte, man kann dir? Da auswählen, wie viele man mitnehmen möchte. Aber nein, suchen Sie Brecken auf. Also ich dachte im ersten Moment, als da Jade stand, dass sie jetzt sagt, dass Brecken dabei draufgegangen ist, als er da wirklich Leute retten wollte, aber es war ein Kind da. Gut, ist auch nicht wirklich besser. Okay, wir müssen eins tiefer. Mir schon gewundert, was? In den Schlafbereich sollen wir? Zu Brecken? Naja, schauen wir einfach mal, was er zu sagen hat. Fuck.
verbunden ist auf jeden Fall noch von seinem nächtlichen Ausflug. Das Fernsehprogramm ist auch abgeschalten worden. Hier werden die Antizin-Abwürfe angekündigt. Und das hat einfach aufgehört. Da waren Kinder drin! Ich war wie gelähmt. Lena musste eingreifen. Vielleicht sollte sie übernehmen. Zum Teufel, Crane! Ich bin kein Anführer! Ich bin ein verdammter Parkour-Trainer! Also das Freerunning... Das warst du? Bracken, du hast den Leuten geholfen zu überleben. Weißt du, was ich in der Tasche hatte, als ich nach Harran kam? Visitenkarten, verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, hier ein paar Schüler zu finden. Vielleicht sogar genug, um mir ein Haus leisten zu können, statt dieser abgeranzten Mietwohnung. Also, ich werde selbst mit Rice reden. Na? Hey, Moment mal. Diese Leute brauchen dich. Gib mir ein bisschen Zeit, okay? Es muss einen anderen Weg geben, einen besseren Weg. Gut, ich warte. Aber nicht lange. Hoi, also ich muss schon sagen, die Musik hier im Spiel, die passt schon 1A und die Synchronsprecher, die gefallen mir auch sehr. Na gut, war jetzt eher kontraproduktiv, den Bildschirm darunter zu pfeffern, wo er die Abwürfe sieht, aber vielleicht haben wir einfach hier noch einen in der Hinterhand. Na gut, Pakt mit Raiz, das wird auf jeden Fall noch weiter fortgesetzt. Wir können mal wieder einen Blick rauswagen. Hier waren wir ja ganz zu Beginn mit Rahim, als er uns das Funkgerät wiedergegeben hat. Das Stadion sehen wir gerade von dieser Seite hier aus nicht. Das müsste da hinten irgendwo sein, da ungefähr. Und wir können ja später auch noch weitere Stadtteile freischalten. Also die Welt, diese offene Welt hier, ist ganz schön riesig. Jetzt haben wir wirklich mal einen kleinen Held gespielt. Zeit, dass ich endlich mal was Gutes tue. Kann man so sagen. Bisher haben wir eigentlich nur für Probleme gesorgt und wenn wir eben welche lösen wollten, dann eben nur so ganz leicht. Ach, jetzt hier im Hochhaus den GRE kontaktieren. Bin ich mal gespannt, was Crane jetzt sagt. Dass Bracken mit den Nerven am Ende ist. Dass es so nicht weitergehen kann. Auf jeden Fall Rahim. Rahim! Hey, was machst du hier oben? Hey, Crane! Kann ich dir trauen? Wie viel hast du denn, Intus, Junge? Kann ich schon sagen. Ja. Was gibt's? Siehst du den Wolkenkratzer? Späher haben dort ein Schattenjägernest entdeckt. Wenn wir das zerstören, könnten wir nachts auf Mission gehen. Ach, hochsprengen oder wie, hä? Also dachte ich, wenn wir Sprengsätze anbringen. Ach Mann, der Plan schon wieder. Crane, das muss sein. Solange es das Nest gibt, werden wir nie genug Antizin auftreiben. Es würde funktionieren. Geh mal vom Abgrund weg, Rahim. Wir sind ein gutes Team. Scheiße. Ich sag schon. Lass mich bloß nicht fallen. Und schon wieder Held gespielt. Ich sag's noch. Oh, fuck. Ich sag's ja. Wir sind ein gutes Team. Geh weg. Mann. Schau, Rahim, wir haben keinen Sprengstoff. Nichts. Allerhöchstens vielleicht sowas wie Spikes Böller. Das Ganze ist unmöglich. Du weißt ja nicht, wie das ist. Ich muss immer zuschauen. Untätig rumhocken, alles mit ansehen und kann nichts tun. Ich will hier nicht sterben, Crane. Nicht so. Nicht hilflos. Wenn ich draufgehe, dann lieber im Einsatz. Sein Zuhause? Was ist das? Ich sollte am Sonntag fliegen. Die Quarantäne ging am Donnerstag los. Hatte schon gepackt. Also gut, ich halte die Augen offen, okay? Wenn ich irgendeine Möglichkeit finde... Was soll's? Jetzt müssen wir also wieder aufbauen. Lina hat ja gesagt, ganz zu Beginn, dass wir zusehen sollen, dass er das nicht weiter durchdenkt mit dem Sprengstoff. Der gute Rahim, ihr Bruder, also von Lina, von Jade. Jade und Rahim, das sind Geschwister. Sicherer Ort, also noch höher, da oben hin. Na, ob das so sicher ist? Rahim ist zwar etwas neben der Spur, aber naja. Am Anfang war er uns gar nicht wirklich dufte.
Also wir mit unserem Funkgerät, das hat ihm gar nicht gepasst. Und er scheint hier wirklich nur rumzuhocken. Und das kotzt ihn so ein wenig an, also ich kann es verstehen. Und was macht er eigentlich hier, weiß ich so nun auch noch nicht. Hier ist Crane, hören Sie mich. Was wollen Sie, Crane? Ich will, dass Sie wieder Antizin abwerfen. Wenigstens beim Turm. Diese Leute brauchen Hilfe. Sie sind in Harran, um die Datei zu finden, nicht um Mutter Teresa zu spielen. Oder haben Sie sich Rais Vorschlag nochmal überlegt? Vielleicht würde Frau Aldemir ja sogar kooperieren, um ihr Talent auf die Probe zu stellen. Geben Sie uns erstmal Antizin, dann reden wir darüber, was Rais will. Oh, uns also, wie? Nun, wir können Ihre Bitte leider nicht berücksichtigen. Das Verhältnis zum Ministerium ist etwas angespannt. Die Wiederaufnahme der Abwürfe wäre derzeit politisch nicht opportun. Ihr verdammten Arschlöcher schießt echt den Vogel ab. Ihr und eure scheiß Datei. Ich finde die Datei, aber ich sehe sie mir gut an, ehe ich entscheide, was ich damit tun werde. Das ist gut, also Crane gefällt mir immer besser. Kann man nicht anders sagen. Nicht nur stimmlich, ein toller Synchronsprecher. Hat schon einige lustige Momente gehabt. Aber auch so, da bin ich echt mal gespannt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Jade kooperiert. Wir haben ja gerade gesehen, vor allen Dingen, wie entsetzt sie auch immer war, dass wir mit nichts nach Hause gekommen sind und... Crane. Jade hier. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was kann ich für dich tun? Wir haben nicht viel Zeit, deshalb ohne Umschweife. Ich brauche deine Hilfe. Rais hat eine verlassene Schule in ein Depot umfunktioniert. Und ich vermute, dass er sein Antizin dort lagert. Wir könnten uns hineinschleichen und all die Medikamente besorgen, die der Turm braucht. Verstehst du? Ja, bin dabei. Großartig. Wir treffen uns in einem der Waggons auf der Brücke nahe der Schule. Ist schon gut. Hey Jade, falls wir kein Antizin finden sollten, müssen du und ich uns unterhalten. Über was? Jetzt steht erstmal ein Überfall auf Rais Lager an. Dann sehen wir weiter. Alles zu seiner Zeit, wollte ich sagen. Da hinten ist auch das angesprochene Stadion. Na gut, also ich sehe schon so kommen. Einerseits, dass wir in der Schule Zombie-Kinder kennenlernen. Schule ist ja klar, was man dort erwarten könnte. Schüler, Kinder, Zombies. Und mit Jade jetzt gemeinsame Sachen machen. Wenn das nicht klappt, dann ab in die Arena. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir in die Arena gehen. Aber jeder hat hier was für uns. Also für jeden müssen wir irgendwas machen. Hier, Rahim, Sprengstoff, Rums, Antizin. Rais wissen wir ja, Jade. Und dann eben bei Jade jetzt die Sache mit der Schule. Dann Alfie sagt ja hier unser Gasmann. Der ist abtönig geworden oder ist umgekommen. Hat uns verlassen. Stimmt, er hat uns verlassen. Nahe des Bahnhofs hat er jetzt seinen Unterschlupf. Treffen sie sich mit Jade im Waggon. Im Waggon. Also wir haben hier echt was zu tun. Wir können auch mal die Waffe für Davut abliefern. Das ist hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, es ist schon dieses Stockwerk. Mal schauen. Nee. Wiederholbare, das machen wir nicht. Vorsicht, Hochspannung. Gasmaskenmann finden. Schusswaffe für Davut. Machen wir erst einmal das. Das ist... Ah, oben, okay. Aber gut, dass ich das mitbekommen habe. Wir sind ja gerade in der Nähe. Da ist er. So, Ladenschlüssel bitte her. Aber ich glaube, der hat wieder irgendwas. Also, wir haben ja schon gesehen gerade. Also, es läuft ja so, dass wir irgendwo hinrennen. Dann kommt irgendwas dazwischen. Also, jetzt hatten wir angenommen. Pistole geholt. Abgegeben. Jetzt wird das nicht zu Ende sein. Ich glaube, da kommt noch irgendwas dazwischen. Irgendwas anderes besorgen, oder? Ich kann es mir vorstellen. Du hast eine? Großartig. Hier, der Schlüssel, wie besprochen. Gut, tschüss. Das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandleihgeschäft. Das Beste der Stadt. Hey, apropos Pfandleihe, kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten? Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Eine, lach nicht, Actionfigur aus der Ray McCall-Serie. Ich weiß, aber meinem Sohn bedeutet sie viel. Was habe ich euch gesagt? So einfach läuft das hier bei Dying Light nun mal nicht ab. Aber wir haben immerhin die Ladenschlüssel bekommen. Oder? Pfandleihgeschäft, ja. Das ist ja sein Laden. Gut, dann gehen wir jetzt erst einmal zum Aufzug und reden erstmal mit Jade.
Machen wir das dann direkt mit Jade weiter, die Mission, oder gehen wir erst einmal für Alfie hier Gasstation an, weil das ist ja auch nicht unwichtig. Das ist jetzt auf jeden Fall wichtiger als die Aktion hier für Davout. Und daher, Geschwister... Ja, ich treffe mich erst noch mit Jade. Aha, hier aber links. Ich bin mal gespannt, wo wir gleich rauskommen werden. Unten auf der rechten Seite, auf der linken. Jade weiß, wo wir mehr Antizin herbekommen. Ich soll sie in einem der Waggons bei der Schule treffen. Okay, bei den Waggons an der Schule. Antizin ist ja an sich sehr wichtig. Sie hat gesagt, es reicht ein paar Tage. Deswegen würde ich erst einmal sagen, gehen wir die Nebenmission. Ich weiß, wir haben für Alfie noch diese eine Hochspannungsmission. Also Hochspannungswerk am Laufen. Da müssen wir aber bei Nacht hin. Und jetzt noch eine für Alfie zum Bahnhof. Das werde ich erst einmal vorrangig angehen. Eieieiei. Na, wo kommen wir raus? Der eine Fahrstuhl bloß zum Hochfahren gedacht. Wer bist du denn? Da sind wir vorhin rein zum Hochfahren. Wow, ich kann jetzt Funksprüche aus allen Distrikten empfangen. Ein Bote? Und das wäre? Mr. Crane, kennen Sie jemanden namens Volkan Yasif Dahl? Nö. Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maß ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denk drüber nach. Versicherungsheinis und jeder sagt, es ist durchaus immens wichtig und wir denken jeweils darüber nach. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Ach ja, Zeit haben wir immer. Oh nein, das sind wieder drei Missionen. Oh, ich glaub's ja nicht. Wow. Alter, das Spiel, wir haben jetzt doch schon 6 Aufgaben oder so, oder? 5 Nebenaufgaben und hier noch 3 und dann eben noch eine Hauptquest. Also ich glaube, das Spiel... geht noch bis nächstes Jahr. Aber ich find's toll, also mir macht's ja bisher verdammt viel Spaß. Duftkräuter? Okay, gibt mir ordentliche Belohnung, ordentliche Erfahrungspunkte. Werde ich mir mal in der Pause durchlesen, das lese ich jetzt mal nicht vor. Und Zweitbrille. Einfach für Kalik, den haben wir doch schon mal gesehen, oder? Hier gibt's nichts zum Scrollen, nehmen wir einfach mal an. Wir können's ja bei Gelegenheit angehen. Wer bist du denn? Ach ja! Kalik. Hey, ich hab deinen Aushang gesehen. Du bist Kurier? Wunderbar. Davout, der Idiot, hat sich in der Kantine auf meine Brille gesetzt. Jetzt bin ich blind wie ein Maulwurf. Wie soll ich da Alfie helfen? Ich hab eine Ersatzbrille in meiner Wohnung. Es ist nicht weit, aber ich kann nicht selbst hin. Brauchst du sonst noch was von dort? Du würdest es tatsächlich für mich tun? Danke. Und, ja, wir wollen oben auf dem Dach einen Gemüsegarten anlegen, damit wir hier nicht verhungern. Aber keiner weiß so richtig, wie das geht. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Buch über Gartenbau bekommen. Gemüse für Dummerchen oder sowas in der Art. Mhm. Müsste auf einem Bücherregal liegen, aber vielleicht musst du ein wenig suchen. Oh Mann. Hey, was verfolgst du uns, du Stalker? So, gehst du? Ich habe ein Sturmgewehr dabei. Kann ich treten? Nein, gesicherter Bereich. Also ich hab dich im Auge, ja? Die Leute zählen auf dich. Bitte. Steh nicht rum, sondern hilf ihnen. Wir rennen hier die ganze Zeit umher und erledigen irgendwelche Sachen und die geben uns die Aufträge. Der hockt auf seinem Bett. Der steht ja bloß dumm rum und wir hatten ja schon oben... Bahia war das ja, der irgendein gepanschtes Antizin gefressen hat.
Da haben die auch vor der Tür gestanden zu fünften. Die haben die Tür nicht aufbekommen. Oh Mann, was für ein faules Pack hier. Du hast auch noch eine Mission vor uns, super. Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Nee. Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Wir überlegen's uns, genau. Das ist das Stichwort. Schöne Knarre hast du, warum gehst du nicht dahin, hä? Hast hier so Wichtiges zu tun? Klar, du musst den Turm bewachen. Wir müssen alles machen. Also Leute, wir werden mit Sicherheit nicht alle 7 Missionen in der nächsten Folge angehen können, aber ich werde erst einmal die Fertigkeitspunkte verteilen. Das erwartet euch auf jeden Fall und alles Weitere, ja, das müsst ihr einfach mal sehen. Und bis dahin sage ich, macht's gut und ciao, tschüss.